Hallo und herzlich willkommen zu unserem fünften Part von Parasite Eve 2, zu unserer Playstage-Reihe. Der Parasite Eve-Reihe. Wir haben letztens den Müllboss besiegt und haben endlich Madigan gefunden. Meine Fresse. Und ja, da wir jetzt Madigan gefunden haben, wollen wir mal schauen, was jetzt passiert. Also, was jetzt passieren wird. Denn wir sind immer noch im Shelter. So. Ich muss mich kurz nochmal einspielen. Dann. Ja, es ist ein bisschen her, dass ich wieder was aufnehme. Aber das ist ja für euch irrelevant. Genau, da kommen wir her. Genau, ich habe Healing. Genau, da wollte ich noch mal kurz reinschauen. Expansion brauche ich 1600. Nope. Energieball, das würde ich auch gern verstärken. 2000, das gibt mir auch am meisten MP. Dann würde ich sagen, da sparen wir drauf. Einfach mal 9 Mana Points mehr ist immer gut. Life Drain freisetzen. 1200 gibt mir nur ein. Das haben wir auch voll. Also Feuer ist echt gut. Wind, das mit der maximalen Reichweite ist jetzt so eine Sache, aber das Plasma ist gut. Energy Shot und Antibody ist wirklich gut. Das Energieball, ja, da muss man jetzt mal gucken. Verbrauch 15. Also der Verbrauch wird weiterhin so bleiben, nur die Verzögerung wird schneller. Nicht so. Ja, kuriert Zustandsveränderung. Also wir sind eigentlich ganz gut dabei. Wir haben. Die Grenade, alles supi, alles geil, alles klar. Dann wollen wir mal weiter. Das ging da weiter, ne? Hm, abgesperrt. Ah, Select. Select war die Karte. Ja, da kommen wir her. Kyle hat recht. Ich muss raus. Genau, das ist unsere Quest. Ah. Ja, Karl, bleib da hinten. Ist okay. Kannst du machen. Genau, Karl, mach mal. Ich muss mir auch bald mal eine neue Weste holen. Nur diese ganzen Westen haben so wenig Taschen. Lässt sich nicht bewegen. Ist da hinten was? Das wäre jetzt eine gute Frage. Da gucken wir uns nochmal um. Mit einem Gitter versiegelt. Alles klar. Kyle hat auch sozusagen nicht mehr Leben als ich. Ich hab ja nur 11 mehr. Okay, jetzt gibt keine leider. Aber da sollten wir durch. Ach, die rollen ja jetzt, diese Mistviecher. Aber ich sag mal so, wenn man hier Energie verliert, dann ist es lange nicht so schlimm. Können wir da dann was drehen? Lässt sich nicht bewegen. Ich glaube, das wäre auch nicht das Schlauste.
Kein Zutritt. Gitter versiegelt. Da liegt auch nichts hier. Okay. Aber da ist eine Leiter. Und eine Leiter hinauf. Natürlich. Was will ich denn nur hier? Oh, fuck. Da kenne ich die Schiss. Weg ist er. Kyle einfach. Deswegen haben wir Kyle gefunden. Wegen dem Scherz. Es verbraucht wie viel? Das kriege ich locker wieder. Eine Überwachungstafel. Auf dem Deckel steht etwas. Vor dem Öffnen des Schleusentors alle Personen in Sicherheit bringen. Die Ratten, Spinnen und Kakerlaken werden ersaufen. Die Kennnummer ist die Summe der Beine dieser Viecher. What the fuck? Ein Rettungsring. Das bedeutet sicher, dass sich das Wasser hier unten sammelt. Die Bedienung für das Schleusentor. Auf der Anzeige steht etwas. Bitte 10er Stellen eingeben. 10er Stellen. Okay. Ratten haben 4. Kakerlaken haben 6. Also ich würde sagen 10, ne? Falsche Kennnummer. Ja. 10er. Ich glaube, ich habe da eine Zahl vergessen. Vor dem Öffnen des Schleusentors alle Personen Sicherheit bringen, die Ratten, Spinnen und Kakerlaken. Ah. Also 4 plus 6 plus 8. 18. Und dann durch 10, 1,8. Ja. Also muss ich... Ja, das siehst du ja nicht an der Anzeige, ne? Also, dann ist es 1,8. Bitte Hebel heben, okay. Schleusentor geöffnet. Jetzt kommt da das Wasser raus. Das, ui, ist aber dreckig. Ui, ist das dreckig. Okay. Dann wollen wir ja hier weiter. Weil ja jetzt hier das Wasser tief ist. Anscheinend haben wir hier nicht, kein Schwimmen. Hm, da schwimmt etwas. MP Wasser Level 2. Holy moly! Ja, das nehme ich doch gerne. Momento uno. Use. MP-Wasser. Steckt mal in die Tasche. Längerlösung. Voller P und MP. Da. Alles klar. Granaten.
Medizin Level 3. Ich glaube, ich habe auch nur, ja, ich habe auch nur Medicine Level 3. Medigan, komm mal mit. Wir müssen hier garantiert weiter. Aber das ist noch nicht einer der beknackten Rätsel hier. Holy moly, what the fuck. Aber auf jeden Fall interessantes Level-Design. Kerl hat recht, ich muss raus hier. Okay. Haben wir noch keine neue Info? Oh, what? Ja, Kyle, hättest ja ruhig mal mitkommen können. Ah, okay, da geht's weiter. Ich guck mal erstmal. Moment. Ist das der richtige Weg? Okay. Ja, Entschuldigung für die Bildstörung. Okay, das ist der richtige Weg. Dann würde ich gerne nochmal zurück. Aber auch wirklich gut die Wassereffekte für damals. Bestimmt abgesperrt. Aber wenn nicht, dann haben wir einen Shortcut gleich aufgemacht. Ich sehe drüben Licht. Abgesperrt. Moment, ich muss da mal einen Pfeil wegbewegen. Ah. Ah, da haben sie wahrscheinlich das Schlüsselsymbol jetzt reingemacht. Da brauche ich definitiv einen Schlüssel. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich jetzt hier hin und her laufen werde. So steckt man Spiele. Eine Leiter hinunter. Ja. Wenn wir uns ja nochmal erinnern in Parasite Eve. Ich sehe das Ding nicht. Ah. Das ist da unten. Ja. Okay, ich guck mal jetzt nochmal rum, da wo Madigan rumgelaufen ist. Das war ja jetzt interessant. Ah, das ist nur eine Plattform oder was? Nee, das ist eine Leiter. Für das Vollmondtor steht etwas. Bitte Zehnerstelle eingeben. Welche Ziffer? Oh Mann, ja. Ich muss die Kennnummer. Alles klar. Moment. Von da oben kommt man.
Ja, Madigan ist verhält sich auch ein bisschen, ja. Ja, er ist halt nicht so non-existent hier, aber ja. So, warte, was steht da? Eine Überwachungstafel, auf dem Deckel steht etwas. Das Vollmondtor kann nur nachts geöffnet werden. Wie viele Nächte bis zu Vollmond? Ja, das ist auf Japanisch, ich kann es leider nicht lesen. Woher soll ich das wissen, Leute? Boy! Viele Tage bis zum Neumond außer Betrieb. Ist der kaputt? Da kommen wir her, definitiv. Ja. Vollmondstor. Okay, nicht existent. Okay, auch nicht existent. Der Aufzug saß hier also fest. Die Notbremse wurde betätigt. Ich deaktiviere die Notbremse. Jetzt kann ich hoch. Den Aufzug nehmen. Wir sind da. Steig aus. Ich schaue oben nach. Wir trennen uns hier. Okay. Was? Nimm das. ID-Karte. Was ist das? Die ID-Karte des Systemprogrammierers. Damit kommst du überall rein. Ah, ach ja. Das Passwort lautet Melissa. Maya. Melissa Maya. Wie bitte? Ja. Das sind die Personen, die das Mitochondrium befallen hat. Hey, nicht grübeln. Ich bin Detective. Sowas kriege ich leicht heraus. Maya ist meine Schwester und Melissa, ja, du bist du. Oder nicht? Mich interessiert nicht deine Vergangenheit. Sondern nur das, was unter deinem BH ist. Oh, Alter. Kyle! Sei vorsichtig. Du auch. Sehr attraktiver Mann, der Kyle.
Das war nicht schlecht gemanagt. Nur wo zur Hölle bin ich? Alles klar. Da gibt es noch eine Tür, die gucken wir uns an. Ich kann mich dunkel dran erinnern, dass wir hier schon mal waren. Abgesperrt. Hier ist ein ID-Schloss. Okay, dann muss ich tatsächlich Key-Item. Okay, dann benutze sie doch. Hä? Eine Tür mit der D-Schloss, sie ist verriegelt. Ja, dann eben nicht. Muss ich da eine andere ID-Karte wahrscheinlich haben? Schloss entriegelt. Halten viel aus, diese Mistviecher. Item erhalten. Firefly. Wählen? Ja, wählen wir. Forschungslabor abgesperrt. Achso, und das ist die Particle Arena? Ja, ja, ja. Kommst du ja nicht mehr hin. Ah, zu einem Arc-Ding. Da musst du später hin. Warte. Da waren wir schon wahrscheinlich. Ja. Ich will mal gucken, was da hinten ist. Weil da haben wir noch bald garantiert nicht die Berechtigung dazu, zu dem Arc-Ding. Ein Aufzug. Nach unten. Keine Reaktion. Moment. Ist der auch zu? Breathing Room. Ah, da hinten ist aber auch eine verschlossene Tür. Das ist jetzt so eine ganz Frage. Das war das mit den Affen wahrscheinlich, ne? Ja.
Ja, ballern, was das Zeug hält. Ja, speichern wir, also wir speichern nicht, wir warten noch mal ab, bis wir uns in einer sehr gefährlichen, in einem sehr gefährlichen Zustand uns haben. Oh, what? Irgendwie sind die alle. Irgendwie sind die ganz schön alle erledigt. Ich brauche aber langsam den Munitionsraum wieder. OP-Raum. Yoshida-Karte benutzt und Schloss entriegelt. Schön. So. Neuer Raum, neues Glück. Ah, und dann komme ich da hinten wahrscheinlich raus, ne? Scheiße. Ja, das war jetzt nicht schlau. Aber ich werde jetzt nicht meine Heilung nochmal benutzen. Weil die muss ich sammeln, tatsächlich. Ich use dann doch lieber Medicine. Ich meine, wenn ich schon mal hab, ne, dann kann man es ja machen. Obwohl, warte. Nichts Außergewöhnliches. Ein kleines Waschbecken. So, jetzt nochmal ganz in Ruhe hier durchgucken. Ah, das ist der Raum, wo Maya ja aufgewacht ist. Ampullen und Blutkonserven. Sängerlösung. Der Monitor ist mit der Grafikkamera verbunden. Nichts von Interesse. Nichts von Interesse. Auf dem Bett ist etwas Verkohltes. Die OP-Lampe ist kaputt. Der Raum kenne ich doch. Genau, da sind Überreste des OP-Betts. Derselbe Bett wie in meinem Traum. Dann war es kein Traum. Wer war dieses Mädchen? Das Röntgenbild eines Schädels. Ein Messgerät ist implantiert. Der Schädel eines Kindes? Ein Jahr, 3 Monate? Was bedeutet das? Dieses Kind ist bestimmt älter als 10 Jahre. Okay. Okay, das ist safe. Was ich jetzt gucken wollte. Nochmal. Key Item. Nein, nicht Key Item. Ringerlöse. Ja, das ist nur Recovery. Weil Ringerlösung habe ich schon einmal drin, ne? Ja.
Forschungslabor. Hey, da ist ein Telefon und da ist eine Box. Cool. Okay, erstmal umgucken. Ein Blutkasten. Auf den Reagenzgläsern steht etwas geschrieben. Eve 01, Eve 02. Was zum Henker? Eve? Eve? Ein Bakterienkultur? Eine Bakterienkultur? Und diese hier? Eier 13, Eier 14? Wieso steht mein Name? Sie züchten Eves Zellen und meine? Ja, das ist ja, ne? Schockierend. Nichts von Interesse. Jo, wenn du das sagst. Maßnahme gegen den Facekeeper Computervirus. Installieren Sie das Cloud Antivirus Programm. Externe E-Mails verboten. Siehe auch Aries September-Ausgabe auf dem Tisch. Ja. Please enter the password. Im Hintergrund steht Melissa Meyer. Dieser Name dürfte doch niemand kennen. Das ist ja auch ja das Passwort, ne? Eine Tastatur. Das Passwort wird eingetippt. Okay. Eine Elektronenkanone und das Bedienungspult. Ein Elektronenmikroskop, ich kann es nicht bedienen. Okay. Blutkasten, Überwachungssystem, der Lebenserhaltungssystem für die Blutkästen. Interessant. Blutkäste Nummer 3, voll mit Nähe, so drin ist. Uff. Ein Mädchen mit Kunstprothesen. Das goldene Haar verdeckt das Gesicht. Blaue Fischschuppen am ganzen Körper. Ja, ja. Die versuchen hier meine Endform zu haben. Ich weiß nicht, ob Blutkastentransformator hier ist, der Stromversorgung. Okay, machen wir jetzt mal hier oben. Verstanden. Ich warte auf Ihren Bericht. Speichern? Definitiv. Netzwerke haben nichts von Interesse. Das ist eine Box.
Da ist ein Schloss dran. Ist sicher von Monstern. Ich lege meine Sachen ab. Alles, was ich brauche, habe ich. Und diese Hydra, ne? Da bräuchte ich meine Wumme, ne? Brauche ich kaum. Ah, es funktioniert aber nicht ganz wie Resident Evil, dass du da hier... Dass du hier eine universelle Box hast. Was ist das hier? Eine blassblaue UV-Lampe in einem Sterilkasten. Genau wie im MITF-Labor. In den keimfreien Kästen werden Versuche gemacht. Wir untersuchen immer die DNS von Monstern. Nichts Aufregendes hier. Ich habe das Passwort nicht. Das ist ja ein bisschen blöd, ne? Melissa Maya. Habe ich Melissa falsch geschrieben oder was? Ich muss das nochmal lesen, den Tipp. Ich leise mir aus, Yoshida. Ja, okay, aber wo... Ich suche das hier ab. Ist blöd, wenn man das Passwort nicht hat. Kommst hier nicht weiter. Anscheinend muss ich hier noch nicht hin. Schau ins Video. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da nach hinten. Weil ich kann hier nicht viel machen. Ich meine, ich habe ja auch keine konkrete Angabe für das Passwort. Er hat ja gesagt Melissa und Maya. Wir können uns ja gleich nochmal darum kümmern, aber erstmal gucken. Mann, Mann, Mann. Dann wollen wir mal weiter. Wir haben ja noch einen Verfolger hier, ne? What? Thank you.
Hopp, gut gemanagt. Ja, in Sorgen. Ich hab's. Das baue ich nicht. Moment. Das war eine Tür, wo ich durch konnte? Nein. Eine ziemlich robuste Tür. Oh, scheiße. Ein Fahrstuhl nach oben? Ha, bleiben. Ich guck mal kurz nach, ob ich da vielleicht doch nicht. Ich versuche mal offscreen kurz mal das mit dem Passwort. Wenn nicht, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, meine Damen und Herren. Da können wir echt nichts machen. Das bringt nichts. Das heißt, wir gehen echt nach oben. Das hat hier nicht so viel Relevanz. Ah, okay, dann kommen wir zu der. Ah, ja. Ich muss nach B2. Richtig? Ist so ein bisschen schwierig jetzt. So eine fette Tür, verdammt, verriegelt. Aber was ich brauche, also ich muss ja nochmal gucken. Ich habe ja. Oh, ich habe genug BP-Points. Damit wir was machen können. Ja, hier habe ich alles hingelegt, was ich nicht brauche. Genau wie die Granatpistole. Aber ich habe ja alles. Hey. Weißt du was? Wenn wir schon diese Dringerlösung haben, die wir garantiert ungern nutzen würden, dann heile ich mich einfach. Weißt du? Wozu das aufsparen, wenn man schon eins hat? Dann speichern wir das, weil wir in guter Kondition sind. Ja, hoffentlich passiert nicht schon wieder was. Der ist ja jetzt weg. Und ich werde versuchen, jetzt nicht zu kämpfen, weil das Einzige, was ich jetzt will... Also diese Energieballs sind geil. Diese Energieballs sind ja geil.
So. Aber wohin ich jetzt wollte, war da. WBPs. Noch ein Magazin nicht, ein Bayonet brauche ich auch nicht. Volt Shotgun, Bauteil für die MR4. Okay, das ist aber. Ich krieg auch keine bessere Shoddy, ne? Munition. Also, was ich schon mal brauche, ist definitiv davon mehr. Davon brauche ich auch mehr. Das ist ein bisschen viel. Einmal vier, zweimal vier, zweimal vier. Schutzkleidung. Das ist nur so. Das macht 20, 40, 10. Brauche ich das Radar nicht, ne? Motion Detector. Glaub 2020 ist gar nicht mal so schlecht. Bei plus 10, plus 40 Leben, ja, das ist an sich auch nicht schlecht, aber ich kann dann nicht so viel tragen. Sonstiges. Protein, ja. Davon könnte ich mehr gebrauchen. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Ich glaube, die habe ich auf Level 3. Ich muss gucken nochmal, wie viel ich tatsächlich besitze. 1, 2, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 benutze ich. 7 benutze ich. Das hat nur 6. Naja, 10 BP, das ist schon. Also MP, das ist schon. Mir fehlt da Platz. Ja, das nehme ich. Ne, damit ich auch Granaten habe.
Eine 1,2 Millionen V-Shotgun. Da brauche ich bestimmt Dingens hier. Use. Ja, ich habe 8, ja, und es wird minus 2. Also, was ich brauche, ist das. Ist das? Ist das? Teewasser und Fingerlösung. Im schlimmsten Fall bei Weihwasser, ja. Keine Ahnung. Entschuldigung für die Bildstörung, Medizin. An sich habe ich alles da. Das ist doch gut. 140, 98 kann man machen. XP, ah ja, P-Energy. So. Halten jeden Gegner zurück, ja. Das ist einfach fantastisch. Ja, und darauf speichern wir als nächstes 107, 140. Ich würde sagen, das ist gut. Das können wir machen. Ja, 770, alles klar. Also 28 Granaten, das ist schon gut. Ja, Management muss sein, Leute. Das muss auch mal sein. Ich muss nach B2, richtig? Hauptkorridor. Ja, B2. Moment, kann ich da hinter mir? Ja. Könnte ich auch. Aber es winkt mir alles nichts. Okay. Das speichere ich, weil ich das so gern haben will. So. Das ist schon mal keine schlechte Rüstung. Leider macht sie keine HP Recovery, aber ja. So, gucken wir nochmal, ob das B2 ist. Das ist jetzt B2? B2 Shelter. Okay, wo soll ich hin? Ich bin ja im B2. Telefon, da. Ja, alles klar, okay, aber... Was bringt das jetzt? Weil dieses PC-Rätsel könnte ich so jetzt nicht machen. Ich finde es ja gut, dass die Gegner hier jetzt nicht mehr kommen. Die kommen ja nur, wenn ich irgendwo ja hin muss.
Und dann denkst du dir einfach mal, ja. Ne? So. Okay, darum muss ich nie wieder. Das heißt, ich kann direkt dahin. Dann gucken wir doch mal hier. Weil das ist jetzt nur dieser Bassraum. Ja, das ist schon wieder Neo Arc. Okay. Okay, das hat nichts gebracht. Naja, diese Erfahrung muss man auch machen. Ich meine, ey, ich spiele das jetzt seit langer Zeit nochmal. Und ich weiß jetzt nicht so recht, wo ich weiterhin soll, weil... Das ist jetzt die Fahrstuhlhalle. Ne, hier geht es ja auch nicht weiter. Hier ist ja eine Wand. Ne. Da hinten ist eine Tür. Ja. Guck mal, die Karte funktioniert hier nicht. Und dann stehst du da, ne? Weil das ID-Schloss brauchen wir nicht. So. Guck mal, ich kann von hier aus jetzt auch bleiben. Sie sagt ja, ich muss nach B2, richtig? Okay, ich bin in B2. Das Einzige, was ich machen kann, ist dieses blöde Rätsel. Von ich null die Passwörter habe. Das ist ja hardcore. Das ist ja richtig hart. Ja, Forschungslabor. Ja, überall nichts Aufregendes hier. Ich leih's mir aus, Yoshida. Ja, wer hat's denn ausgeliehen? Weil hier ist nix. Hier könnte ich nix machen, weil... Das Passwort auszufinden. Ja, ich könnte jetzt mal kurz ins Netz schauen. Ja, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Weil, wenn er ja sagt... Ich muss nach B2, richtig? Ja, und da sind wir. Und da können wir nichts machen. Thank you.
Überall, Leute, überall ist was. Ich mache mich mal schlau, wie ich weitermachen könnte, um das ein bisschen hier weiterzumachen. Ja, ihr habt jetzt mir genug zugeguckt, wie ich hier planlos durch die Gegend laufe, weil da bin ich jetzt auch selbst ein bisschen planlos. Ja, ihr wisst bestimmt, manche wissen bestimmt Bescheid, wie es weitergeht. Ich bin ein bisschen lost. Ich guck mal kurz. Okay, Leute. Ihr kennt wahrscheinlich noch die Mal, die es mir mich nochmal schlau gemacht. Darauf kommst du ja nie. Weil ich frag mich die ganze Zeit, warum sagt die ganze Zeit er, ne? Also ich, das finde ich ein bisschen verwirrend. Ich muss nach B2, richtig? Und mir fehlt ja eine Karte, ne? Mir fehlt ja eine, anscheinend eine Karte hier. Weil diese Yoshida-Karte, die war jetzt wichtig, um, damit ich da in diesen PC-Raum komme, ne? Hier, abgesperrt. Hier ist ein ID-Schloss. Naja, und ich kann da nichts machen. Yoshida-Karte passt nicht, reagiert sie nicht. Alles klar. Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Nicht umsonst kann man ja hier hoch und runter fahren. Ah, Moment. Ich bin gleich wieder da. Okay, da sind wir. Also, das ist schon... Das ist schon ein bisschen... Mann, Mann, Mann. Kleine, hartnäckige Pisser. Okay. Ah, nee, da muss ich nicht hin. Also ich war schon auf dem richtigen Weg an sich. Ja, ich war schon auf dem richtigen Weg. Ja, meine Idee, mich aufzupushen und so weiter und so fort, das war schon komplett richtig. Nur, was dir da... Also, ja, ich muss nach B2. Ja, wir denken... Ja, Karl hat ja gesagt, der guckt jetzt hier oben. Das ist doch jetzt blöd, oder? Und ich habe jetzt auch nichts, was mich jetzt heilt. Thank you.
Oh, das ist dumm. Und kannst denen keinen Schaden machen, ne? Muss ich tatsächlich Granaten benutzen für die Scheißdinger? Mann, Mann, Mann. Oh, das war jetzt aber... Das war jetzt aber Shit. Das war jetzt aber mega Shit. Okay, 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 okay. Dann heilen wir uns doch mal. Dann würde ich sagen, täten wir uns dem Typen entgegen, den wir suchen. Habe gewartet, Auserwählte. Nicht tot, also du kein Mensch. Du auch NMC. Warum hilfst du Menschen? Menschen. Fortschritte. Du widersetzt Natur. Du Auserwählte. Weißt du was, mein Freund? Energy Shot, Baby? Da bin ich all in gegangen. Das hier hat wohl ihn gehört. ID-Karte! Das ist die ID-Karte, die du brauchst! Ja, toll. Ja, so, Keykarte. Eine Magnetkarte. Hier steht Neo Arc Projektorleiter Fred Bowman. Das ist der Fred Bowman, der eben das Foto eines nervös aussehenden Mannes. Hey. So, wie sieht's hier aus, wenn ich da lang gehen würde? Alles klar, da würde ich nicht weiterkommen. Da war ich aber auch fast nie drin, ne? Ja, man könnte ja mal reingucken. Vielleicht kommen wir ja durch. Vielleicht kommt man ja durch. Also das war jetzt ein Bossfight. Das war der, der uns eingesperrt hat. Und unsere Fähigkeiten testen wollte.
Das ist so shitty. Also diese Gegner, ne? Wer die erfunden hat. Also wer die Gegner erfunden hat, dass man nur mit Magie die besiegen kann, das ist schon hart. Das ist schon mega hart. Dafür kriege ich aber mega viel MP wieder. Alles klar. Das ist fair. Das ist gut. Ja, das bringt mir auch sehr viel BP wieder. Experience Points. Okay. Okay. Moment. Da wollte ich nicht durch. Ich will auch gar nicht gegen ihn kämpfen. Das ist super. Was ich wollte, ist eigentlich hier lang. Geht nicht auf. Wie kommt man da rein? Dadurch? Ach, das ist die Armory. Deswegen komme ich da nicht ran. Jawohl, ja. Ja, okay. Aber wir nehmen den direkten Weg, dann machen wir doch den Fight. Leute. Ja, aber das ist halt so ein bisschen problematisch bei den alten Spielen. Die erzählen. Okay, ja? Du musst hier durchsuchen, aber dadurch verlierst du Zeit. Und das wollen wir nicht. Die kleinsten Gegner sind die schlimmsten, ne? Ja, wenn nichts mehr hilft, Granada. Ja, die Frage, die ich mir jetzt stelle, wie viele Granaten habe ich noch? Oh, ich habe hier noch genug. Hab ja noch genug, Mann. Alles cool. Alles cool. Ja, aber um weiterzumachen, musst du ja hier oben hin. Dann wieder zu B2. Und dann geht's weiter wahrscheinlich. Also ich habe mir nicht weiter angeguckt. Beziehungsweise gelesen, was ich brauche. Bowman-Karte benutzt und Schloss entriegelt. Weil, Leute, ich war lost, genauso wie ihr. Denn das ist jetzt neues Gebiet. Ah, 4 BP kriegen wir hier. Wow. Aber das hilft mir jetzt nicht weiter, weil ich habe jetzt irgendwas bekommen. Eine Bowman-Karte. Das ist jetzt nur ein Zugang. Moment.
Das ist nur ein Zugang? Schloss und Silas. Das ist nur ein Zugang? Aber ich habe eine Bowman-Karte. Okay. Ah, oh, Moment. Da steht was an der Wand. Wir müssen tatsächlich dieses dumme PC-Rätsel machen, um weiterzukommen. Okay, das war ein Doppel. Das heißt, dieser Kampf war schon notwendig. Aber die Bowman-Karte kann doch mehr, oder was? Gleich mir aus, Yoshida. Ja, toll. Können wir vielleicht mit der Karte jetzt nach unten? Das ist jetzt vielleicht die Frage aller Fragen. Okay. Okay, das kann nicht angehen. Ich guck nochmal, dass ich jetzt dieses PC-Rätsel machen muss. Okay. Das heißt, wir müssen wieder nach oben. Alles nochmal auschecken. Weil ich brauche dieses scheiß Magazin. Okay, das ist aber ein Rätsel, wo ich mir sage, da kommst du relativ schlecht drauf. Ich meine, ja klar, diese Karte habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Die habe ich jetzt echt unbedingt nicht gebraucht. So, ich nehme jetzt mal den kürzesten Weg. Naja, die Encounter sind ja weg. Die kommen ja nur einmal, wenn ich ja hier einmal nicht da war. Also wenn ein Ereignis passiert ist. Genau, da will ich hin. Weil es wurde ja gesagt, ja, dieses Magazin, das habe ich mir ausgeliehen. Wir müssen jetzt gucken, wer es verdammt nochmal ausgeliehen hat. So, jetzt gucken wir uns mal. Entalenbett. Bowman. Ja, der hat sich ja... Da ist es, die Zeitschrift mit dem Zettel drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, okay, ich hätte eher gucken sollen. Hier sind hauptsächlich Berichte über das Internet, ein Antivirus-Spezial. Nun, eine sehr heikle Geschichte. Wird zu...
Computergrafik einer Raupe. Hier sind hauptsächlich Berichte über das Internet. Ein Antivirus-Spezial. Viren der nächsten Generation. Dieser Wurm frisst sich durch das Passwort und überschreibt es. Wird per E-Mail weitergeleitet. Wenn man ihn entdeckt, ist es meistens schon zu spät. Wenn man davon befallen wird, erscheint auf dem Monitor die Computergrafik einer Raupe. Was geschieht mit dem Passwort? Nun, eine sehr heikle Geschichte. Die Buchstaben werden nach dem Alphabet neu angeordnet. Ziffern geben die Anzahl an. Zum Beispiel das Passwort CBABC wird zu AB2C2. Die Ziffern geben die Anzahl der jeweiligen vorhandenen Buchstaben an. Okay. Das Originalpasswort wird auf dem Monitor angezeigt, sodass man es ohne weitere knacken kann. Okay, also schreiben wir es mal auf. Ich brauche was zum Schreiben, Leute. Oh mein Gott. So, C, B, A, B, C. A, B, 2, C. A, B, 2, C, 2. Und das Originalpasswort sollte mir dann erscheinen. Ziffern geben den Anzahl der jeweiligen vorhandenen Buchstaben. Das Originalpasswort wird auf dem Monitor angezeigt, sodass man es ohne weiteres knacken kann. Okay. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Also wir müssen tatsächlich jetzt dieses PC-Rätsel knacken. What the hell? Das habe ich ja gar nicht mehr in Erinnerung. Überhaupt nicht. So lange her. Ich muss schon sagen, das ist schon so ein ziemlich beknacktes Rätsel halt, ne? Erstmal probieren wir C, B, A, B, C. Also das war jetzt nur wegen dem Shortcut. Vielleicht ist das erste Passwort wegen den Mails. Und das zweite ist dann das richtige. Und dann wird uns nochmal, glaube ich, das Passwort gezeigt. So könnte ich mir das vorstellen. Ja, die sind da oben an, alles klar. So. Let's go, Leute. Okay, dann geben wir jetzt das hier ein. A, B, 2.
vielleicht einfach nur Melissa jetzt? Maya. Das ist jetzt aber, das ist ein Ding. Okay. Warte. Key Items. Okay, ich hab's. Nur noch zum Verständnis, ja? Alphabet neu angeordnet. Ziffern geben die Anzahl an. Zum Beispiel, ach, das ist nur ein Beispiel, wird zu. Das Originalpasswort wird auf dem Monitor angezeigt, sodass man es ohne weiteres knacken kann. Ja, gut. Ich habe schon verstanden. Melissa Maya. Maya Melissa oder so. Ne, ich sehe es ja, aber irgendwie... Ich schaue nochmal. Ja, okay. Okay, Leute. Jetzt habe ich das Rätsel verstanden. Diese wie ich das Passwort eingeben muss. Also nach dem Alphabet. Da steht ja Melissa Meyer. So. Und es wurde ja gesagt, zum Beispiel A, B gibt es zweimal, also gibt es B2 ein. Und C gibt es zum Beispiel 2 ein. Wegen C, B, A, B, C, ne? Aber du musst nach dem Alphabet gehen. Was kommt zuerst im Alphabet? Natürlich A. Und bei C, B, A, B, C gibt es ja zweimal B, also gibst du B2 ein. Und C, A, B, C, jetzt kommt dann das C nach dem Alphabet, gibst du C2 ein. Also, alles klar. Ich hab mir nochmal den Namen aufgeschrieben. Also, das erste, was im Alphabet kommt, ist ja A. Also, geben wir zuerst... Dann geben wir zuerst A3 ein. So, A, B, C, D, E. E. E gibt es einmal, also geben wir einmal nur E ein. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Also,
Dann kommt I. Ne, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Also I. H, I, J, K, L. So, M gibt es zweimal, ne? Melissa Meyer. Ihr seht es hier hinten, das Wort. Also zweimal M, also M2. Melissa Meyer. L, M. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. O, P. Q, R, S. Alles klar, dann kommt S. S2. Und dann Y, weil mehr kommt da nicht. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, müsste es gehen. Yeah! Level E User Across Connecting Host System. Hey, das ist nicht übersetzt. Guten Tag, Professor Bowman. Okay, dann checken wir mal alles. Labor, zurzeit kein Zugriff. Kerndatei, zurzeit kein Zugriff. Okay. Schwarzes Brett, zurzeit kein Zugriff. Gastaccounts. Bitte die folgenden Fragen beantworten. Nennen Sie die Eigenschaften der Mitochondrien-Erbmasse. Matriarcha, Patriarcha. Oha, das ist jetzt ein bisschen. Atavisichtig? Ich würde sagen Matriarcha. Welche chemische Verbindung produziert das Mitochondrien? ATP, ADP, NAD? Ich würde sagen ADP. Wie heißt die Ortschaft in der Nähe der Forschungsstätte? Dryfield. Von drei Antworten zwei richtig. Mangelnde Kenntnisse. Gastaccount verweigert. Okay, gut. Wir haben genug. Okay, alles klar. Ja, ja. Bitte folgende beantworten. Welche Lebewesen besitzen Mitochondrien? Bakterien. Bei welcher Opernsängerin wurde erstmals in den USA die Neomitochondrien aktiv? Melissa Pierce? Melissa Pierce, glaube ich, ne? Bei Mary Pierce? Melanie Pierce? Ne, Melissa Pierce. Nennen Sie die Eigenschaften der Mitochondrien-Erbmasse. Bad. It's very bad. Okay, here we go again. Alles klar, wie viele Fragen gibt's denn? In welcher Wüste befindet sich das, also, Mojave? Welcher der folgenden Organellen, besitzt DNS? Mitochondria. Welche chemische Verbindung produziert das Mitochondrium? ATP. Ui, wir haben's geschafft! Woo! Wir sind als Gast registriert, Baby. Auswahl, Info, Projekt, Fragen. Ah, das ist jetzt eine Sequenz. Was sind NMMCs? Wesen, die aus dem Projekt Neotine 2 hervorgingen. Über das Projekt Neoteni 2. Der Versuch einer neuen Spezies durch Hilfe der 1997 entdeckten Neomitochondrien zu erschaffen. Jetzt erfahren wir den ganzen Scheiß. Stufe 1. Das Sicherstellen von Neomitochondrienproben. Dieselben Eigenschaften, ja, besitzen wie jene aus dem Manhattan-Vorfall. Also ich und Melissa. Oder, nee, also Melissa, anders. Die Erschaffung von verschiedenartigen NMCs. Durch Evolutionsversuche an lebenden Menschen. Uiuiuiui, das ist aber haarscharf. Stufe 2.
Stufe 3. Weltweite Umsetzung der Generation und anschließende Evolution an der menschlichen Rasse. Alter, da geht ja was ab. Fragen. Die Ergebnisse bis jetzt. DNS der Neometeoriden erhalten. Stufe 1 abgeschlossen. Hui. Stufe 2, die Erschaffung von NMCs erfolgreich. Alles klar. Eigenschaften der NMCs wurden extrem aggressiv. Eindämmung der Situation durch das Klon. What? Zugriff verweigert. What? Wessen Klon? Air Brea. Wow! Wow! Staatsangehörige USA. Oh Gott. Aber cool, das 3D-Modell, das war angelehnt an Eier von Teil 1, die NMCs. Das sind alles meine. Da bist du erstmal fertig, Netherwelt. Okay, interessantes Rätsel. Oh! Wir müssen sogar selbst abnehmen. Ja? Ich weiß es. Ich kann dich von hier gut sehen. Hä? Kai? Du hast es gewusst? Ja. Na und? Es ist nicht deine Schuld. Oder willst du etwa sagen, dass in dir plötzlich der Mutterinstinkt auflebt? Das steht dir sowieso nicht. Das ist gemein. Wenn du Verantwortung spürst, setz den Ganzen ein Ende. Das würde eher zu dir passen. Aber hör zu, Aya. Ich will dir was zeigen. Du musst herkommen. Die Daten sind in den GPS. Verstanden. Bin schon unterwegs. So gefällt es mir. Ich werde hier warten. Das will ich speichern, Alter. Okay, das ist ein sehr... Also das Rätsel ist cool an sich, aber um die Sachen das dahin zu bekommen. Ja, das ist so... Da würde ich ein bisschen mehr Kommunikation erwarten. Kyle hat recht. Dum, 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 dum. So, wo müssen wir hin? Jedenfalls nicht da. B1, Shelder. Ah, da will er hin. Kai, was will er? Aber auf einmal können wir die ganzen Gebäude sehen. Okay, weil wir jetzt alles erfahren haben. Okay. Dann müssen wir mit dem Fahrstuhl nach oben. Alles klar. Wenn ich oben bin, mal gucken, was ich mir hole. Weil... ja, wir haben ziemlich gutes Zeug. Moment, P-Energy. Ja, okay, wir haben noch nicht so viel. Wir sind ja bald voll ausgerüstet, also ich weiß nicht, was uns erwarten soll. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob es noch eine bessere Waffe hier gibt. Thank you.
Ja, eine Granate kann man ruhig mal machen. Wählen. 90. Piercing. Und nur mit Durchschlag. 90 Schaden. Ja, da muss man gucken. Ich nehme die mal mit vorsichtshalber mit. So, er will ja, dass wir hier geradeaus durchgehen, ne? Warte, dann müssen wir ja. Ganz schönes Hin und Her, aber wenn man das weiß, dann spielt sich das doch schon etwas angenehmer, aber so bist du etwas lost, finde ich. Also, ich persönlich. So, dann gucken wir uns mal die Sachen hier an. Aber dann kann ich ja die Granaten nicht mehr nutzen, ne? Also diese Shotgun, ja, kann man machen, muss man nicht. Ist so eine Sache, was man eher priorisiert, ne? Also ich würde schon sagen, eher die Granaten. Und Munition. Die Buckshot. Okay. Ein paar Granaten sind nicht schlecht. Ein paar Buckshot, eher das hier. Ja, mehr kann ich nicht tragen. Okay, Batterie, Kerosin. Batterien und Kerosin werden umsonst aufgefüllt. Okay. Okay. Warte. Jus. Ich will mal auch mal verschieben. Nehmen wir das GPS mal weg. Erstlag. Nachladen. Verschieben. Ich würde sagen, die Medizin nehmen wir weg. Ringerlösung. Und ja, Moment. Also erstmal, ich nehme ja schon mal die. Wollen wir mal schauen. Moment, kann ich hier durch? Das wäre geil. Waffenkammer, sie ist verschlossen. Aber wie was soll auch sonst sein? Wäre ein bisschen zu krass. Jo. Wir rüsten uns auf für den ultimativen Krieg, den wir noch nicht kennen. Das ist ja praktisch, dann kann ich ja auch gleich die andere Munition hier holen. Kann ich ja schon mal tragen. Weil ich habe ja ein paar Buckshots, ne? Ich habe ja ein paar Buckshots. Ne? Firefly. Ja, aber die Pistolen, die brauchst du nicht mehr. Die machen. Oh, Moment. Ich brauche auch meine Jacke nicht mehr. Das Weihwasser können wir noch behalten. Und die Jacke. Erstlack, Firefly, Buckshot. Ja, tatsächlich. Ne? So. News. Wir können ja mal gucken, wie viel die Firefly. 70, 40.
90, also das sind die ganz heftigen. Okay. Boah, ich bin so relativ zufrieden mit. Sie hören sich betrübt an. Nein, es ist nichts. Ich bin mir sicher, dass hier irgendwelche Experimente gemacht wurden. Verstehe. Ich gehe der Suche mal nach. Gut, machen Sie weiter. Ich behalte es lieber für mich. Yep. Sie hat ja... manche aufmerksame Zuschauer werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass manchmal ihre Kollegen sie komisch angucken, da sie ja besondere Kräfte hat. So, ja, mit dem Leben kann man, würde sagen, kann man machen. Natürlich kommt er da rein, ne? Natürlich kommt er da rein, der Keil. Wow! Ah, ne, ich glaube, wir kamen hier. Also, ich kann mich, glaube ich, an die Sicht nochmal. The fuck? The fuck is this? Yeah. Das staunst du, was? Ich fühle es. Hier drin sind unzählige Neo-Mitochondrien. Ah. Das ist der Bioreaktor. Der Duplizierer der Erbinformation. Wenn die Larve schlüpft, wird sie Mitochondrien die Vektorviren enthalten und die in die Umgebung streuen. Dann ist die gesamte Westküste in Gefahr. Shit. Du untertreibst. Nachdem die Menschen den Virus empfangen haben, ja, dann geht's einmal rum für die Bomben. Um den ganzen Globus, Baby. Wenn sie sich ohne Zweifel fortpflanzen, ja. Also das Ding müssen wir kaputt machen. Die gesamte Welt wird davon betroffen sein. Verdammt. Stammen diese Monster alle von mir? Sie haben sich durch deine Mitochondrien zu NMCs verwandelt. Die Monster hier waren alle mal Menschen. Schusswaffen sollten wir hier nicht einsetzen. Wegen den Viren. Genau. Aber glücklicherweise haben wir noch Zeit. Wie? Ich habe nachgeforscht. Im Reaktor ist eine Art Cockpit eingebaut. Ich glaube, dass jemand da hinein möchte. Das bedeutet... Bingo! Hier läuft jemand herum, der als Medium dienen soll. Den müssen wir schnappen. Okay. Ich werde es tun. Homer! Hier drin lauern unzählige Neometer-Hunden. Zusammen mit dem Virus als Träger nicht auszumalen. So, erstmal gucken. Ah, da ist sogar ein Telefon. Kai hat recht, wir müssen ihn finden. So, wir müssen jetzt Maya finden. Aber... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Maya finden müssen. Ob es extern verbunden ist?
an Meteorhundenwesen? Diese Wahnsinnigen. Es scheint, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich spreche mit dem Direktor. Tun Sie Ihr Bestes. Okay, diese Apparaturen werden wir uns im nächsten Part unserer PlayStation-Reihe von Parasite Eve 2 sehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, genauso wie mir. Ich hoffe, ihr wart auch genauso verloren wie ich. Oder ihr wusstet es und ihr habt gedacht, Alter, dieser Schwachkopf, natürlich, der musste dieses Magazin finden, der muss den töten, damit er die Karte hat. Die Karte war jetzt nicht so wichtig, weil das war nur ein Shortcut. Aber ich habe trotzdem die Karte. Vielleicht wird die Karte ja noch wichtig, aber das Magazin, das hätte ich ruhig nehmen sollen. Ja, aber das Rätsel haben wir selber gelöst. Das habe ich jetzt aber auch verstanden, indem ich mir nochmal das Magazin in Ruhe durchgelesen habe. Ich hoffe, diese ganzen Unterbrechungen, weil ich habe ja immer zwischendurch hier noch was zu tun, haben euch nicht so gestört, genauso wie die Bildstörung. Naja, wir haben genug, wir haben eine neue Rüstung. Wir haben uns endlich mal eine Shotty geholt, weil eine bessere Shotty gibt's hier nicht. Oder gab's hier nicht. Meines Erachtens nach. Ja. Auf jeden Fall kann die Shotgun alle möglichen Munition hier reinballern. Wir werden uns erstmal auch mit der Shotgun hier durch die Gegend schlagen. Das heißt, wir sparen Munition, weil Granaten und Maschinenfeuer finde ich immer noch am effektivsten. Ja, alles klar. Ich würde sagen, ich bin die Kay. Ich würde sagen, falls es euch gefallen hat, hinterlasst doch ein Like da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Parasite Eve 2 Zeug gefällt oder meine PlayStation-Reihe, dann hinterlasst doch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin die Kay. Das ist Game Stage 5 und wir sehen und hören uns, wenn wir uns auf die Suche nach Maya machen. Ja, auf jeden Fall unserem Klon. Reingehauen und hoch den Daumen.